daheim an den Bildschirmen. Und die, wo noch sich jetzt einschalten werden, dazuschalten werden. Ich sitze hier in einer ganz gemütlichen Kneipe in Franken und dachte gerade an einen Witz. Und zwar, der Opa mit 70 geht mit seinen zwei Kindern und er hat seine Enkelkinder 28 und 30 an schönen Abend machen in einen kleinen Chaka-Chaka. Bayland, ne? so einen Springerschuppen sind sie da. Der Opa ist ja 80, habe ich ja gesagt. Die zwei Kinder haben auch ein gutes Alter. Und sagt der Erste, der Simon, ich gehe zuerst rein. Simon kommt noch 3 Stunden raus. Sagt der Opa, was hast du so lange gemacht? Sagt der Simon, Opa, eine Technik, die ist brutal. Da geht der Zweite rein, mit 30. Der kommt noch 6 Stunden raus. Und zwar sagt er dann, Opa, Wahnsinn, eine Ausdauer, das ist brutal. Dann sagt der Opa, jetzt geht der Opa rein, kommt noch 9 Stunden raus, sagen die anderen zwei, ja Opa, was hast du gemacht? Hat er gesagt, Leute, eine Geduld haben die. Liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Weinglas. Ich war kürzlich auf einer Weintour in Franken unterwegs und da war ich auf einem schönen Weinfest gewesen. Da sah ich eine schöne blonde Frau, genau gegenüber von mir. Da habe ich gesagt, Mensch, Mädel, du hast aber schöne Augen, du hast ein schönes Gesicht und schön lachen kannst du auch noch. Dann sagt sie zu mir, du willst doch bloß, dass ich mit dir heimgehe. Sag ich, gescheit bist du auch noch. 2 Milchtropfen treffen sich am Abend im Gebüsch. Sagt der eine Milchtropfen zum Mann, mach mal mit Liebe. Sagt der andere, oh ja. Sagt er, muss ich aufpassen? Sagt er, nein, bin pasteurisiert. Ich habe eine Reise gemacht nach Paris. War brutal natürlich. Bin da in so einen Springerschuppen reingegangen, etwas in die Mande, weil die Ampel auf Rot war. Bin ich nein. Also hallo, ich bin der Sigi, wir machen Liebe. Habe bloß 20 Euro dabei. Also ich sage, für 20 Euro können wir machen Kuckuckspiel. Habe ich gesagt, was ist Kuckuckspiel? Wir gehen drauf ins Zimmer, machen das Zimmer ganz dunkel. Wenn ich schreie Kuckuck, schmeißt du mir Kleidungsstück rüber. Ja, weiß ich, was das machen wir. Sind wir rauf in ein Zimmer, eine schwarze Wand, ich rechts vor der Wand, die prima Ballerina links vor der Wand. Ich schreie Kuckuck. Ich mein Oberteil ausgezogen. Ich schrei Kuckuck, hör nichts. Sie schreit wieder Kuckuck. Ich mein Unterschirm unterkaut, Hosen unterkaut. Ich schrei wieder Kuckuck, hör nichts. Sie schreit wieder Kuckuck. Ich mich komplett ausgezogen, stocknackern im Paris. Plötzlich schrei Kuckuck, war der Kuckuck ausgeflogen. Alles weg, mein Führerschein, mein Geldbeutel, Ausweis, alles weg. Die hat alles eingepackt. Jetzt habe ich kein Papier mehr gehabt, nichts mehr, kein Geld mehr. Habe ich zum Fenster rausgeschaut, sind auch noch ein paar so Buddhisten gelaufen mit weißen Gewändern. Haben ich geschrien, denke, das magst du jetzt auch. Bettdecken geschnappt, runter, Deckel an Zigarum, eingepackt, runter auf die Straße. Alamachalalahuja. Sagt der Nachbar zu mir, aha, du auch Kuckuck gespielt. Auf geht's, hey!